Wie schwierig ist Bogenschießen für Anfänger wirklich? Das wollen wir in diesem Video uns mal anschauen. Was solltest du denn beachten, wenn du anfangen willst, Bogen zu schießen? Also die meisten Fehler, die eigentlich passieren, geht damit los, dass man einen Bogen nimmt, der extrem hohes Zuggewicht hat. Also einfach mal austesten, probieren, wie viel Kraft habe ich denn überhaupt, wie viel kann ich denn ziehen? Und das macht schon mal eine ganze Menge aus und ist ganz wichtig für den Anfang überhaupt. Ein nächster gravierender Fehler ist halt, dass man einfach sagt, man schießt auf zu große Distanz und man schießt unsauber. Also das heißt, also man muss sich eine Technik aneignen, die wirklich gut ist. Am besten, man lässt sich da beobachten von einem Profi so ein bisschen, um zu zeigen, alles klar, da ist ein Fehler, da ist ein Stellungsfehler. Geht damit los, dass man beide Beine parallel zur Erde stehen hat und zum Bogen, ne, dass man ganz sauber abschießt, dass man dann auch einen Ankerpunkt findet, den Ankerpunkt am Gesicht, wo man am besten spürt, wo die Finger sind und dass dann der Schuss auch ganz sauber gelöst werden kann. Also dass man nicht das verkrampft und verreißt, dass der Pfeil irgendwo hinfliegt, sondern eine ganz saubere Bahn hat. Das Zielen ganz wichtig ist ja auch, ne, dass man dann halt eben, wie weit ist die Entfernung, dann etwas höher, etwas tiefer einstellen, den Pfeil und Bogen. Also das sind so Punkte, die auch mit ganz wichtig sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch noch der, dass man wirklich Ruhe bewahrt. Also kommt ja Adrenalin auf, wenn man da steht und versucht zu schießen und zu sagen, ich will mich nicht blamieren, ich will da auch unbedingt treffen. Ganz einfach Ruhe bewahren. Nicht so viele Pfeile hintereinander schießen, das kostet einfach zu viel Kraft und die Trefferquote wird immer ungenauer eigentlich, gerade am Anfang. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, dass man ein bisschen Krafttraining macht, ne? Dass man halt auch wirklich dann Zug bekommt in den Armen, in den Schultern, aus dem Rücken heraus und dass man gerade abschießt. So, und das ist halt so, das sind so eigentlich so die grundlegenden Fehler, die viele machen. Und wenn du das beachtest und vermeidest, dann passiert dir das eigentlich nicht und du kriegst sehr schnell einen sauberen, gut gezielten Schuss hin. Deswegen kurze Distanz anfangen zu üben und da auf das Ziel zu schießen, nicht zu viele Pfeile und ein bisschen Training. Hast du gesehen, den Pfeil? Also man sieht, umso höher man schießt, also umso mehr der Bogen ist, umso weiter fliegt der Pfeil und umso gerader kommt er auch wieder nach oben runter. Also wie man das auch in den Filmen so schön sieht, wenn die das von oben von dem Felsen runter schießen, dann machen die so einen richtig schönen Bogen. Und dieser Bogen ist eigentlich das, was ausmacht, was dann, wo dann auch trifft, wo man auch sieht, dass das in dem Gegner stecken bleibt oder im Feind und ja, der Gegner damit ausgeschalten wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann könnte dich auch noch interessieren, wie weit schießt dein Bogen wirklich. Ich bin der Thomas von Blaudruck Greiz und wir lieben das Mittelalter. Ciao!